Beim letzten Mal in Final Fantasy VII Remake. Hä? Ach komm, der wohnt doch nicht hier. Kannst du vergessen. Übrigens, Cloud, da ist eine Tür. Und nun zurück zur Spreng... Tja, und damit herzlich willkommen zurück in Final Fantasy VII Remake. Wir stehen hier... Nicht nur mit Tifa, sondern auch mit den zwei anderen Witzgestalten da hinten, ne? Die sich öfters mal einen Scherz nicht verkneifen können. Stehen wir hier, ja, an irgendeinem Außenposten, wie ich das verstanden habe. Der Gag an der Sache ist, wir waren ja beim letzten Mal mit Tifa unterwegs hier, Geld eintreiben, um unsere Gage zu bekommen, ihr zu helfen, damit sie genug zusammenbekommt. Und falls da jemand hätte nicht zahlen wollen, ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass Schnuffelchen hier ein bisschen versucht, uns abzulenken. Weil irgendwie bringt sie uns jetzt dazu, hier Sidequests und Zeug zu machen, habe ich so den Eindruck. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Kurze plant was. Also, weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber wir werden mal so tun, als hätten wir nichts gemerkt. Und gehen mal weiter und schauen mal, ob wir jetzt die nächste Aufgabe bewältigen können, die da wäre. Ein Auftrag für die Bürgerwehr. Ja, genau der. Und der wäre hier. Begib dich zu den Rostpfaden, um den Auftrag auszuführen. Boah, da müssen wir wahrscheinlich irgendwelches Viehzeug rausnehmen. Also ein bisschen kämpfen. Aber ich denke, das werden wir überleben. Das kriegen wir hin. Ah, Tifa, renn doch nicht gleich los. Entspann dich, Mädchen. Wir werden schon irgendwie unser Ziel finden, aber soweit scheint es gar nicht weg zu sein. Hier hat man jedenfalls erstmal einen Äther. Die Rostpfade liegen westlich von hier. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor. Man kann nie wissen. Okay. Na, mal schauen. Ich gucke aber erstmal hier hinter. Ach nee, hier sind wir nach draußen gekommen, ne? Ja. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal runter. Das scheint nämlich im Groben so der richtige Weg zu sein. Echt auch schon bessere Zeiten gesehen. Kommst du? Jawohl. Ja, aber das muss wahr. Wunderbar. Okay. Eigentlich immer geradeaus nach hier. Ist das der Typ, den Wedgemont? Fetter Prügel. Verkauft ihr was? Das ist fetter Prügel. Wer prügelt hier wen? War's klar? Hä? Willkommen auf den Rostpfaden. Das reinste Paradies für lästiges Ungeziefer. Ja, das fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. Okay, vielleicht sollten wir mal aufhören, allen Müll hierher zu werfen, dann fühlen die sich ja auch nicht mehr so wohl. Wäre doch eine Idee, oder? Naja, wie dem auch sei. Mal gucken. Hier staubt's. War hier was? Schauen wir doch mal, Zielbereich. Ich bin auf jeden Fall. Ah, guck mal. Dann zeig mal, was du kannst, Soldat. Was? Zieh uns weiter. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Oh, der nagt ja an mir rum. Was soll denn das? Hallo? Hört der auch mal wieder auf? Wie kann ich denn das? Oh, ich wollte gerade sagen, wie kann ich denn den loswerden? So. Ach nee, das war's noch nicht. Uiuiuiuiui, Tifa. Du haust aber auch ordentlich zu, oder? Ich hab's ja in der letzten Folge schon gesagt. So kämpft man also bei Soldat? Das war doch gar nichts. Vielversprechend. Dann lass uns mal weitermachen. Okay, ich hab's in der letzten Folge schon gesagt. Ich glaube, ich möchte von Tifa keine gescheuert bekommen. Das könnte Spuren hinterlassen. Und ich hatte offenbar recht. Aber nun gut, wir sollten uns hier mal weiter umschauen. Ah, ja. Was? Ja. Und tschüss! Zack! Es ist aus. Ich bin bereit. Bis hier und weiter. Gut, das ging fix. Die scheinen jetzt kein großes Problem darzustellen. Bisher. Was?
Jawohl. Auch hier haben wir aufgeräumt. Tiefer geht's gut. Tiefer geht's gut. Seite verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Naja, du musst dich auch nicht verstecken. War echt überrascht. Am besten schützt man sich selbst. Ich habe nicht ohne Grund 5 Jahre hier überlebt. Und jetzt mein Quiz. Welche Slum-Regelnummer ist das? Muss ich das lernen? Wenn du hier leben willst, kann es jedenfalls nicht schaden. Aber weiter im Text. Okay. Und was genau für eine Regel... Über was genau für eine Regel reden wir jetzt? Sie hat sie doch gar nicht ausgesprochen. Wie soll ich ihr dann die Frage beantworten, wenn sie sie gar nicht stellt? Oder habe ich es nicht aufgepasst? Komm schon! Oh! Nagt da was an Tifa rum? Das kannst du aber vergessen. Der Einzige, der hier an Tifa rumnagt, bin ich. Verstehst du? Ja! Alles gut bei dir? Ach so, der lebt noch. Sag mir das doch. Hey, alles fit? Langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm, lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. Okay. Aber erstmal möchte ich noch wissen, ob hier in den Truhen was drin ist. Mhm. Was haben wir denn hier? Oh! Guck mal. Frostmateria, aha. Aha. Gut, dass wir sie uns nicht gekauft haben. Das wird man wahrscheinlich einiges von dem, was die Händler haben, auch so finden können, ne? Wäre es ja gut zu wissen. Also da muss ich auf jeden Fall aufpassen. So, hier sind wir hochwärts gegangen. Dann gehen wir doch mal zurück. So, Tifa hat nur 2 Kratzer, also alles gut. Fetter Prügel! Immer noch fetter Prügel! Kandidaten. Das Mädchen für alle. Was? Job habe ich gehört. Ich kann du machst was? Reinigungskraft gebrauchen. Ja, mit dem Schwert. Mit mir sprechen willst du aber trotzdem nicht. Bist du der Kerl, der diesen Laden für alles eröffnet? Seht doch, seht! Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Oh. Habt ihr es schon gehört? Die Rostfahne. Wow, schon zurück? Na klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Hast du die Mods schon probiert? Ja, allerdings. Ein tolles Schwert. Habt bestimmt viel erlebt zusammen. Ja, ziemlich viel. Cloud? Alles okay? Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste es trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komme auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. No. Och, Mann! Blind kann man eigentlich sein. Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Ja, ich meine, wir können ja mal vorbeigucken, aber... Die Rostpfade sind angeblich wieder sicher. Hereinspaziert und umgeschaut, mein Herr. Wer in den Slums lebt, sollte nicht ohne Waffe sein. Die richtige Waffe für Sie gibt es bei Ihrem Waffenhändler des Vertrauens. Ja. Hey Junge, man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust und für Aufträge zu haben bist. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Ist das so, ja?
Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben. Als Entschuldigung. Wenn jemand wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut. Mhm. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Ich schau mal. Aha. Was hast du denn so? Waffen, Rüstungen, Accessoires, ha? Huh? Das sind Ayam Accessoires. Aha, aha. Okay, das würde bei beiden von uns die Magie verstärken. Das würde die magische Verteidigung, vermute ich jetzt mal, verstärken. Das wäre physische Verteidigung für uns beide und das wäre Angriff für uns beide. Aha. Ja, ist ganz schön teuer. Also erstmal vielleicht nicht. Nun hier Eisenreif, der ist ja aber auch sackenteuer. Was bringt denn der? Ah, beide Formen von Verteidigung. Und... Er ist schwächer? Okay. Ein von Handwerkern ausgearbeitet. Ah, aber der hat zwei Materia-Plätze. Das kann natürlich ein Vorteil sein, auch wenn er von der Basis her erstmal schwächer ist. Ich sehe schon, wo das hinführt. Ja, ja. Ich verstehe. Alles gut. Aber erstmal haben wir nicht genug Geld. Okay, du hast eine neue Waffe erhalten, kannst damit auch ihre dazugehörige Waffenfertigkeit erlernen. Erreicht die Geschicklichkeit einer Waffenfertigkeit den Maximalwert, kann sie auch dann verwendet werden, wenn eine andere Waffe ausgerüstet wird. Ach so. Das heißt, sobald die auf dem Maximum sind, vererben die sich. Ja, cool. Die Waffenfertigkeit des Panzerschwerts hat von Anfang an den maximalen Geschicklichkeitswert. Das heißt, ich kann jetzt die Fähigkeit von meinem jetzigen Panzerschwert auf die neue Waffe übertragen. Perfekt ausgerüstet für weitere Aufträge. Dann vermute ich mal. Zuerst sollten wir bei Weimar vorbeischauen. Bei wem? Wer ist das? Er verteilt die Aufträge, die bei der Bürgerwehr eingehen. Genau die richtige Anlaufstelle für einen Alleskönner. Aha, also... Und wo finde ich ihn? Also der Gildenmeister. In der Zeit sollte er in der Wachstube sein. Nee, nicht der Gildenmeister. Ja, ihr wisst schon. Gut. Das heißt, ich gucke jetzt aber trotzdem erstmal in mein Arsenal rein, denn das würde ich mir gern mal anschauen mit der Waffe. Wie sieht es eigentlich bei ihr aus? Sie hat im Moment die Lederhandschuhe und einen Bronzereif. Hä? Okay. Können wir ihr vielleicht materiamäßig was Gutes tun? Aber doch nicht für mich, für Tifa. Genau, so, was haben wir da? Ach, okay, ich kann Materia für alle gleichzeitig zuordnen hier letztendlich. Okay, was hast du denn da? Chakra anwendbar, Heilung 20% verlorener TP. Aha. Ermöglicht den Einsatz der Fertigkeit Chakra, mit der TP geheilt werden können. Je weniger TP vorhanden sind, desto mehr TP werden geheilt. Kuriert zu dem Gift. Aha. Du bist also quasi eine Heilerin, die ordentlich zuhauen kann. Na, Respekt. So, haben wir Frost gefunden. Na, Cloud. Tifa. Okay, also die Anfangsbuchstaben sagen mir, wer es hat. Damit hat sie ja schon ein bisschen was Heilendes. Dann packen wir ihr mal Frost mit rein, würde ich sagen. Und ich selbst gucke jetzt bei mir mal, wie es denn aussieht. Die Eisenklinge wäre an sich jetzt eigentlich erstmal schwächer. Aber. Gut, Magieangriff wäre deutlich stärker. Vitalität geht Mühe runter, aber das ist jetzt nicht so wild. Ich würde die mal mitnehmen. Ja, die Materia meiner aktuellen Waffe möchte ich gerne übernehmen. Und dann kann ich mir ja das Heilen wieder reinpacken.
Ist doch nicht verkehrt, oder? Ich glaube, das probieren wir mal aus. So, mal schauen. Können wir eigentlich bei Tifa was modifizieren? Automatisch ausgewogen, automatisch offensiv, automatisch defensiv. Nee, manuell ist schon okay. Gucken wir mal, was wir bei ihr machen können. Haben wir eigentlich einen gemeinsamen Pool an Waffenpunkten? Sieht nicht so aus. Ich glaube, ich bild mir jetzt ein, jeder Charakter hat seinen eigenen Pool an Waffenpunkten. Schauen wir doch mal. Also wir könnten auch TP Maximum, Physical und Schnelligkeit. Das wäre vielleicht auch was für Tifa. MP Maximum. Ich glaube, bei Tifa gehe ich mal auf Physical Attack und Schnelligkeit. Ich glaube, das steht ihr ganz gut. Weil die Kleine ist verdammt flott, von daher ist das vielleicht kein schlechter Anfang. Fertigkeit Hackentritt. Oh, den möchte ich aber von ihr nicht einstecken. Gut, Waffenstufe 10 von 20. Ja, okay. Nun gut. Tifa, ich glaube, wir sind soweit und können weiter. Die Monatszahlen der erlegten Bestien sind draußen. Suche nach Kandidaten. Oh, hallo Tifa. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, ich wollte nur einen starken Helfer vorstellen. Voila, Cloud der Alleskönner. Oh, das freut mich sehr. Je mehr, desto besser. Arbeiten wir zusammen für die Sicherheit und das Glück dieser Stadt. Wenn die Bezahlung stimmt, übernehme ich auch gefährlichere Jobs. Du scheinst ja sehr von dir überzeugt zu sein. Ich habe da genau die richtigen Aufträge für dich. Die Details klärst du am besten mit den Klienten. Wenn alles gut läuft, hörst du sicher wieder mal von uns. Alles klar. Okay. Du kannst ab sofort dein Talent als Alleskönner unter Beweis stellen und Aufträge annehmen. Über das Menü Aufträge, das du mit dem rechten Trigger auf der Karte aufrufst, kannst du die momentan verfügbaren Aufträge einsehen. Die Aufträge können parallel ausgeführt werden. Schließe viele davon ab, um deinen Ruf als Alleskönner zu verbessern. Okay. Kandidat ermittelt. Abgleich mit dem Referenzdatensatz. Gesundheit, was? Strapazierfähiger Knochenbau, definierte Muskeln, Herz- und Lungenfunktionen auch durch Tragen des großen Schwertes nicht beeinträchtigt. Äußerst vielversprechend. Eieiei, ich werde gleich rot. Ich arbeite in der Forschungsabteilung des Shinra-Konzerns. Würdest du mich bei meinem Projekt unterstützen? Du tust was? Du bekommst auch eine Anzahlung. Ich bitte dich, diese Analysematerie einzusetzen und Daten für Kampfberichte zu sammeln. Auf diese Weise kann ich nämlich neue Materie entwickeln. Oh. Mit Shinra kooperiere ich nicht. Keine Angst. Insgeheim arbeite ich gegen meinen Arbeitgeber. Gerade du solltest es doch wissen. In neuen Materia liegt auch die Möglichkeit zum Widerstand gegen Shinra. Also, was meinst du? Wenn ich dich hintergehen sollte, kannst du mich einfach mit dem Schwert erschlagen. Das werde ich auch wirklich tun. Sehr gut. Bis dahin haben wir also eine Abmachung. Komm bitte schnellstmöglich zu mir, sobald ein Kampfbericht erstellt ist. Okay, der Kurze lässt sich aber nicht wirklich aus der Ruhe bringen, oder? Na gut. Schließe die Mission für die Kampfberichte ab und versorge Chatley mit den gewonnenen Daten, damit die Materie entwickelt werden können. Angaben zu den Missionen können im Hauptmenü unter Kampfberichte eingesehen werden. Bei Berichten, die während der aktiven Auftragsphase abgeschlossen werden, winken zusätzliche Belohnungen. Aha. Kampfberichtscanner, das ist jetzt wohl... Aha. Lass doch mal nachschauen. Das müsste ich doch über Waffenmodifikationen... jetzt einsetzen, oder? Also ich glaube, ich müsste jetzt... Warte mal, stopp. Halt. Da. Aufrüstung und Materia, Zuteilung. Das heißt, ich müsste das Ding genau hier Analyse. Das muss ich da reinpacken. Analyse offenen Gegner anwenden. Oh, erfahre ich da vielleicht auch mehr über die Gegner? Das wäre natürlich auch interessant. Ich meine, Tifa kann heilen. Das können wir erstmal drin lassen. Okay. Jetzt gucken wir doch mal, wie sieht denn das aus? Hier haben wir Berichte für Chatley. Da haben wir hier verschwundene Freunde. Das hier ist Rattenplage. Das ist Berichte für... Hä? Aha.
Oh, da oben ist noch einer. Ungeziefer in der Fabrik, hä? Ja, wollen wir die viermal machen? Dürfte nicht so das große Problem werden, oder? Was haben wir hier eigentlich? Grünschnabelstation, Obergeschoss. Und da bin ich gerade, hä? Oder? Ja, vermutlich. Dann lass einfach mal eine Runde rumgehen. Und lass mal... Kann ich das markieren? Auftrag priorisieren. Genau, warum denn eigentlich nicht? Jupp. Route. Gut, dann schauen wir doch mal. Du hast also die Rostpfade gesichert. Gute Arbeit, Mann. So, warte mal, nee, wir müssen ja in eine andere Richtung. Du hast also die Rostpfade gesichert. Gute Arbeit, Mann. Aber wieso ist denn hier immer noch... Dass jetzt erstmal Ruhe ist. Na, warte mal. Jeden Job habe ich gehört. Setze bitte die Analysematerie ein und sammle damit Daten für... Ja, ja, habe ich verstanden. Aber wie erkenne ich jetzt, welcher Prio ist? Das ist der fettmarkierte? Ne, wir gehen einfach mal eine Runde rum. Auf der Tagesordnung. Und gucken mal, ob wir die einfach alle abarbeiten können. Was haben wir denn hier? Kommt. Oh, hallo Tifa. Passt Marlene auf den Laden auf? Schade. Ich wollte, dass sie mir bei der Suche nach meinen Freunden hilft. Dieser Alleskönner hier neben mir sagt, dass er sie suchen wird. Wirklich? Also gut, so sehen meine Freunde aus. Sie haben lange Arme und Beine, sind elegant und super schlank. Sie mögen Orte, wo man was essen kann. Und Leute, die ihnen Leckerlis geben. Was? Und enge Spalten. Was? Meine Freunde sind nämlich Kater, wisst ihr? Wir sollen Katzen suchen? Alle drei sind sehr zutraulich. Wenn man sie ruft, kommen sie auch. Du musst sie unbedingt zurückbringen, ja? Ich soll sie rufen. Na, dann sag mir doch mal deren Namen. Aber habe ich mir das eingebildet, war die Stimme für ein Kind völlig unpassend. Die drei Kater mögen Plätze mit vielen Leuten. Häufig spielen sie am Eingang zu den Slums. Okay. Die anderen sind... ich habe hier einen gefunden, der zumindest glaubt, er wäre eine Katze. Na gut. Leben des Planeten? Der Lebensstrom natürlich. Was ist das denn? Hier ist ein anderes Ziel markiert. Also könnte es schon durchaus sein, dass wir da hin müssen. Im Haus dort wohnt doch Bix von der Bürgerwehr, oder? Stan, der beste Hund der Welt. Bist du der Kerl, der diesen Laden... Ach nee, das ist ja wieder er hier. Seht doch, seht! Hat Tifa den jetzt fast umgerannt? Habe ich das richtig gesehen? Okay. Gut. So, wir haben jetzt das hier angenommen. Das ist jetzt, ja, ist klar. So, aber wo finden wir jetzt, kriege ich irgendeinen Hinweis, wo genau ich jetzt hin muss, damit ich quasi die Katzen finde? Die neuesten Zahlen für die erlegten Bestien. Falls Monster echt sind, sind sie schwach. So schwach. Selbst auf der Platte findet man nur Arbeit als Tagelöhner. Das ist natürlich eine gute Frage. Alter, kommt ihr klar? Jesse wird es bestimmt Die sahen jetzt erstmal aus, als würden sie sich streiten. Mein Papa lacht sich bestimmt aus, wenn er hört, dass ich auf der Platte bin. Mal gucken, ob wir irgendwo Katzen finden. Entschuldige, Tifa, du hättest nicht unbedingt die Treppe hochkommen müssen. Sollten wir Wir haben jemanden in der Bürgerwehr. So, es sieht aber auch nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob das, was da alles oben drauf steht, so lange hält. Die Katzen vermehren sich in letzter Zeit wie die Kaninchen. Okay. Dann sollten wir sie mal einfangen, wenn das so ist. Aber irgendwie... Wenn ich jetzt einen Hinweis hätte, wo ich da hin muss wegen den Katzen. Was soll das? Allergisch? Ich? Nicht doch. Das sind Tränen. Wir haben jemanden in der Bürgerwehr. Das Mädchen, das ihren Eltern in der Heimat... Zum Schlafen kommst du mir heute. Hey,
Willst du ein paar aufs Maul? Nanu? Verkaufen können, war das nicht gerade ein Mounzen? Weiß nicht. Es klang ziemlich nah. Das sieht so aus. Recht, Simon, hatte ich's gerade. Na, da haben wir's doch. Deine auf eine Schule auf der Platte schicken. Das ist nicht so einfach. Okay, erste Miets erledigt, oder was? Okay, Auftrag verschwundene Freunde. Einer hätten wir damit, ja. Eigentlich arbeite ich auf der Platte. Ja, kann ich ja nichts dafür. Du hast noch eine andere Platte. Schnappen wir sie uns. Avalanche? Sind das die... Es, die Kiddies wollen sich Avalanche schnappen. Wer will die Motorräder denn? Ja, ich meine, die können es ja versuchen, aber, weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wobei, ich meine, Tifa wirkt mir recht kinderlieb. Ich glaube, die hält mich von irgendwelchen Dummheiten ab. Oh. Alter, jetzt habe ich schon gedacht, hier ist eine Katze bei dem Gejaule. Hey! Und? Wie gefällt dir der Song? Das Ding läuft doch zu langsam, Alter, was? Hip-Hop de Chocobo. Ja, Gesundheit, Alter. Oh. Klingt ja furchtbar, die Karre. Da besorgt ihr mal einen ordentlichen Player. Ist sonst noch irgendwas? Was ein Die Süße hat mich schon so viele Gil gekostet, du machst mir ja keine Vorstellung. Na, wenn es dich glücklich macht. Ach, wer bist denn du? Willkommen! Oh, ein neues Gesicht! Bist wohl nicht zum Einkaufen hier. Du musst der Alleskönner sein, von dem man sich so viel erzählt. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Du kannst mir vielleicht weiterhelfen. Ich will, dass du die fliegenden Echsen in der alten Fabrik erlegst. Da ist nämlich unser Revier. Meine Stammzulieferer begeben sich für Trödel gerne mal in Gefahr. Das macht mir etwas Sorgen. Ich übernehme das. Besten Dank, Mann. Ja, okay. In Einzelheiten kannst du dich vertrauensvoll an Najin wenden. Er ist ein Mitglied der Bürgerwehr. Lass ihn nicht warten, die Sache drängt, okay? Das ist ein Laden? Schrotthandel. Hat er guten Schrott? Hä? Oh, 30% günstiger, oder was? Mhm. Naja, ich meine, Tränke haben wir mehr als genug, aber... Ja, das Äther nehme ich ihm mal noch ab. Tränke, weiß ich nicht, nö. Bringt ja nichts. Haben wir ja genug. Wer bist denn du? Hinter der Piepengasse hat sich seit neuestem eine Horde Ratten breit gemacht. Gigantische Ratten. Aha. Tag und Nacht rum die Viecher und bringen alle um den Schlaf. Tja, damit werden wir uns wohl auch auseinandersetzen müssen. Alles gut, Tifa? Nicht festhängen. Gut. Rein gemacht. Gut. Aber... Hier geht nichts weiter. Kann ich irgendwas kaputt machen? Auch nicht, nicht mal. Das ist mir gegönnt. Hm. Hier passiert doch garantiert noch was. Kann mir doch keiner erzählen, dass dieses Arena-ähnliche Areal für nichts hier ist. Könnte jemanden anderem weiß machen. Dafür habe ich zu viele Spiele gespielt in meinem Leben. Um das zu glauben. Sagst du noch was? Nee, du stehst nur blöd in der Gegend rum. In den Läden in der Piepengasse werden lauter Sachen verkauft, die man sonst nirgendwo die Finger kriegt. Hey, Tifa! Ja, oh, das ist eine Miet. Ein Mounzen? Ja. Tifa, hast du gut erkannt, war es. Schale kommt, ist das ein richtig netter Kerl. Aber ist das hier nicht... Ist Seventh Heaven? Ja, tatsächlich. Das sind die Katzen einfach überall hier verstreut, oder was? Gerade erst explodiert. Ja, super. Aber wir brauchen nur noch eine, oder? Die Motorräder leite ich heute. Meine Schwester lebt seit. Avalanche soll die Bombe gelegt haben. Es sind noch immer nicht alle Feuer gelöscht worden. Hier sind wir ja schon durchgegangen, ne? Tiefer Spezialcocktail hat dich aus den Socken, aber er lässt... Solange die Bahn steht. Tiefer, schön, dich zu sehen. Ich habe gerade neue Bahnen. Also, heute finden wir die Eiche. Die Seelen der Verstorbenen kehren jetzt zum Lebensstrom zurück.
Hallo, Tifa. Wer ist denn dieser Junge bei dir? Nahrungsmittel sind schon weg. Wo könnten jetzt... Der Krämer wirkt irgendwie... Ja, laufen wir doch nicht rein hier. Achso, das wird der Typ hier, ja. Auch Artikel von der Platte. Die besten Waren zu den billigsten Preisen in ganz Midgard. Wer im Kampf bestehen will, kommt an uns einfach nicht vorbei. Gut, günstig und nur solange der Vorrat reicht. Und du stehst hier den ganzen Tag vor der Bude und machst hier einen auf Marktschreier oder was? Herrje. Wirkt irgendwie traurig. Ist was? Chili-Bohnen, die Spezialität. Mich hat letztens so ein Typ... Rest des Abends damit verbracht hat. Steht da was Sinnvolles drauf? Himmel und Barrett. Sieht nicht so aus. Wo könnte die letzte. Hier oben, nee, hier bin ich durchgekommen. Wo könnte die Miets sein? Aber wieso stehe ich jetzt schon wieder am 7th Heaven? Notfallregeln aufstellen, die wollt ihr mich alle verarschen? Sonst sehen wir ganz schnell alt aus. Ich meine, Hä? An welcher Stelle genau bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Das habe ich jetzt nicht kapiert. Ich meine, so groß ist ja das ganze Gebiet nicht. Es müsste doch irgendwie rauszufinden sein. Was ist denn das hier eigentlich? Achso, das sind die Rostpfade. Ja, da waren wir ja schon. Ne? Das ist ja... Aber hier hinten in der Ecke waren wir da noch gar nicht. Okay, sieh an. Ah, vielleicht sollten wir öfters mal auf die Karte gucken. Was ist denn das hier eigentlich? Ach, der Schrotthandel war das. Hm, alles klar. Dann lass uns doch einfach mal spaßeshalber hier hinter gehen. Da ist das mit dem Ungeziefer in der Fabrik. Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin ja auch einfach noch eine Miets. Mal gucken. Wer will die Mutter? Meine Schwester lebt seit... Ich übernehme hier. Schauen wir doch mal. Kann ich mir nicht irgendwie eine Karte einblenden oder so? Also jetzt kann ich hier direkt nach links. Das sollte ich vielleicht auch tun. Oder mal nach rechts gucken. Warte mal, Eingangstor. In der Nähe sollen doch auch Katzen rumspielen. Aber ich muss jetzt trotzdem mal nachgucken. System... Nee, nicht Kontrollpunkt Einstellungen. Gameplay. Was haben wir hier? Navigationskarte drehen. Das ist in Ordnung. Aber wie... Wollt ihr mich veräppeln? Ja, Controller Einstellungen. Charakter bewegen. Kamera bewegen. Untersuchen. Sprechen. Ich muss mir doch irgendwo eine Karte anzeigen lassen können, oder? Nicht wirklich. Warum nicht? Kann ich mir beides anzeigen lassen? Nee, es gibt nur die Karte. Okay, der linke Trigger ist es. Ja, da muss man ja auch mal drauf kommen. Na, alles klar. Tut mir leid. Die alte Fabrik ist momentan gesperrt. Wer zur Fabrik will, wird sich etwas gedulden müssen. Was? Ich glaube nicht. Die Fabrik ist gesperrt. Da treiben sich Schimmer rum. Ja, deswegen sind wir da. Moment. Du bist sehr tiefer. Seid ihr die Hilfe, die Zentrale uns versprochen hat? Mhm. Dann seid ihr natürlich herzlich willkommen. Ja, Schankedön. Die Schimmer befinden sich in den hinteren Lagerhallen. An zwei Stellen. Merz sie aus, okay? Schauen wir mal, ob uns das gelingen wird. Da ich aber nicht weiß, was hier auf uns zukommt, nicht, dass es hier irgendwie wieder so ein Sidequest ist, der jetzt noch gar nicht zu schaffen ist. Ja, man weiß ja nie. Da wird ein Speicherstand nicht schaden, aber... Schauen wir doch mal. Sie treiben sich also hier irgendwo rum, ha? Ja, ich sehe da auf jeden Fall aber schon mal... Eine Truhe. Da hinten ist Materia. Das will ich aber haben. Komm ich hier mal irgendwie durch? Muss ich außen rum, ha? Schauen wir doch mal. Die Materia will ich haben.
Ja, muss ich ja ganz außen rum hier, ne? Guck an. Huch, geht's hier rein? Nee. Cloud schafft es nicht, über den umgefallenen Zaun zu laufen. Ist auch eine Erkenntnis. Na, ah, guck mal. Ja, ich auch. So, Fertigkeiten. Analyse, was haben wir denn hier? Alles fressendes Insekt, keine taktischen Informationen. Okay. Aber... Ne, ich erfahre gerade nichts. Doch, da, Resistenzen. Ich habe mich zu sehr auf das Linke konzentriert. So, so. Frost, ha? Mhm. Okay. Er kann Sichelschnitt und Festklammern, also der Gegner. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden, aber ich glaube, Tifa hat Frost, oder? Tifa, ach, du kannst gerade gar nicht, okay. Beziehung nicht weiter. Ja. Mach doch sowas nicht. Ja, ich kann gerade gar nichts machen. Tifa, bist du in Ordnung? Ich habe von ihr nichts mehr gehört. Alter. Jetzt ist aber Ruhe her. Nee, ich habe Feuer. Das bringt mir ja nichts. Ich könnte höchstens einen Schwertsturm. Auf den, der noch das meiste hat, am besten. Okay. Ja gut, jetzt brauchen wir eigentlich auch nicht mehr groß Aufstand machen hier, weil wir sind gleich durch. Ach, von wegen gleich durch hier. Ja, danke schön, Tifa. So darf's weitergehen. Finde ich auch. Gut. Okay. Ah, da oben ist noch eine Brücke, wo wir drüber könnten. Aber ich will doch eigentlich erstmal... Da, wo wir reingegangen sind... Oh, was ist denn da? Verkaufsautomat, ha? Ah, da hinten müsste auch irgendwo die Materia gestanden haben, weil hier ist eine Begrenzung. Das heißt... Boah, wir gehen jetzt einfach hier erstmal nach links. Und schauen uns mal da hinten um und sammeln da mal noch ein. Jetzt. Und da sparen wir uns gegebenenfalls auch Tränke, vorausgesetzt, wir kommen hier vernünftig durch. Gut. Ja, noch nicht ganz, du hast noch ein bisschen zu tun. Aber jetzt können wir das mal ausprobieren. Tifa? Achso, nee, du hast... Du bist noch nicht so weit. Naja, dann machen wir den so fertig. Alter. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Ja, du schlägst dich gut, muss ich ja gestehen. Okay, wo geht's denn jetzt hier hin? Ach, das ist zu der Brücke. Okay, ich verstehe. Nee, dann gehen wir da mal noch nicht hin. Ich will noch hier... Ich komme hin... Ah, hahaha, von wegen. Das kriegen wir doch hin hier. Ja, geht sogar auf, sieh an. Und da ist besagte Materia. Genau das wollte ich doch haben. Verkaufsautomat, huh? Was hat der denn? Heiltrank, Phönixfeder, Gegengift, aha. Ja, Waffen hat er natürlich nicht. Hätte mich jetzt auch gewundert. Kann er den Ding verkaufen? Wie darf ich mir das vorstellen? Okay, gut, hier können wir uns aber erstmal ausruhen. Lass uns mal kurz setzen und den Moment nutzen, um hier einen Cut zu machen. Und in der nächsten Episode gucken wir mal,
ob wir noch die restlichen Miezen finden. Und damit meine ich nicht die Mieze hier neben mir. Oh, gibt's ja eigentlich Accessoires, so optische? Kann ich ihr Katzenohren geben? Das wäre ja der Hammer. Lass mal das erstmal. Das finden wir noch im Laufe des Spiels raus, denke ich. Wie dem auch sei. Oh Mann. Entschuldigung, Leute. Aber ich kann's mir immer nicht verkneifen. Ja. Wir werden selbstverständlich gucken, dass wir hier das in der Fabrik noch lösen und diesen Bereich hier vom Ungeziefer befreien und natürlich schauen, dass wir die restlichen Sidequests noch fertig kriegen, die uns jetzt sowieso schon aufgezwungen wurden. Denn ich möchte nicht, dass die gute Tifa hier sauer auf uns ist und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Ich bin jetzt erstmal raus hier. Haut rein!